Lieber Peter König, meine sehr verehrten Damen und Herren, habe mich sehr gefreut über die Einladung nach Heidelberg, wo ich doch einige alte Freunde und neuere Freunde wiedersehe, wo ich vor langer Zeit war. Ich erinnere mich an einen Abend, den haben wir im Hölderlin-Gymnasium verbracht, mit einem Vortrag und einer Diskussion mit Schülern über Paul Celan, auch an ein Seminar von Jan Assmann über den Tod und verschiedene Begegnungen auch in der Heidelberger Akademie der Wissenschaft zum Wörterbuch der Rechtsgeschichte. Als mich die Einladung ereilte, hat Peter König mir eigentlich das Thema ganz freigestellt. Und ich habe mir überlegt, ja, ästhetische Kritik, was meint das eigentlich? Meint er damit Kritik im Sinne des Objekts oder eine Kritik, die auch ästhetisch verfährt? Oder, also methodisch, oder meint er vielleicht beides? Und wir haben das Thema dann eingegrenzt und ich habe dann vorgeschlagen Verlag und Kritik. Und Peter König hat gemeint, aber das wäre nicht anziehend genug und hat dann gesagt, Anzeigen, Verrisse zur Literaturkritik aus verlegerischer Sicht. Und das hat mich natürlich ein bisschen festgelegt und andererseits auch besonders interessiert, weil ich glaube, dass der Begriff Literaturkritik, wie er uns heute begegnet, einerseits ein historischer Begriff ist, andererseits ein aktueller Begriff. Dass aber die Geschichte dieses Begriffs nicht unbedingt über die Gegenwart der Literaturkritik oder über die gegenwärtige Literaturkritik etwas aussagt. Der Begriff hat eine Geschichte im Sinne, Peter König hat es eben schon angedeutet, der Entwicklung und der Entstehung größerer Verlagshäuser, natürlich unlösbar verbunden mit dem Buchdruck. Und ursprünglich hieß Kritik die Anzeige des erschienenen Buches, die Wiedergabe des Inhalts, ein bescheidenes Unterfangen, das wir heute gar nicht mehr als Kritik bezeichnen würden. Daher der Begriff des Anzeigers, Sie finden das manchmal noch bei Zeitungsnamen, die Anzeiger mit sich führen, so wie es Todesanzeigen gibt, Begebenheiten der politischen Geschichte, des Geschehens, des täglichen Geschehens, gab es das eben auch bei Büchern. Kritik als Werten und Gewichten ist eigentlich ein Erbe der Frühromantik. Schlegels Deutung des Romans als seiner eigenen Kritik spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Und auf dieses Moment oder diesen Moment der Entstehung des Romans als moderner Gattung würde ich die Entstehung der Kritik als moderner Form datieren. Genau darauf. Die Geschichte der Literaturkritik ist aber viel mehr, aber eben auch weniger als Literaturkritik in landläufigen, im praktischen, im pragmatischen Sinn, auf die ich mich heute mit Ihnen konzentrieren möchte. Die Kritik etwa an Thomas Manns Buddenbrooks bei seinem Erscheinen als Schlüsselroman der Lübecker Geschichte und Lübecker Gesellschaft am Ende des 19. Jahrhunderts ist für uns heute als Kritik kaum nachvollziehbar. Allenfalls eine Grille, ein Kuriosum. Ganz einfach, weil es diese Gesellschaft nicht mehr gibt, weil aber in gut 120 Jahren die Rezeption der Buddenbrooks als Schlüsselroman zu einer konstitutiven Größe der Buddenbrooks selber geworden ist. Das heißt, unser Werkverständnis ist immer schon von der Rezeption geprägt und wir haben so etwas erfunden wie eine Gattung des Schlüsselromans, eine Erfindung des späten 19. Jahrhunderts. Und ich glaube, dass diese verfestigte Rezeption, die man fast schon als ein konstitutives Element des Werkverständnisses begreifen kann, überhaupt so etwas wie das klassische Werk ausmacht, im herkömmlichen Sinn, aber auch im Sinne der modernen Klassik. Ganz anders, meine Damen und Herren, ganz anders in der zeitgenössischen Literatur. Hans-Georg Gadamer hat in Wahrheit und Methode einmal von der verzweifelten Unsicherheit
bei der Beurteilung zeitgenössischer Literatur gesprochen. Er meinte damit nicht nur seine eigene Unsicherheit. Lassen Sie mich an zwei verschiedenen, oder lassen Sie mich nach diesen einleitenden Bemerkungen mich Instrumenten der Verlags, des Umgangs von Verlag mit Kritik umgehen und so etwas entwerfen wie eine Phänomenologie der Kritik oder auch eine Typologie der Literaturkritik und Ihnen das dann an einem einzelnen Werk demonstrieren. Ganz wichtig, ein ganz wichtiges Instrument bei der Verlagswerbung sind Anzeigen in den Printmedien oder zunehmend online, eben auch als ein Signal an die Öffentlichkeit und die Kritiker, welchen Stellenwert der Verlag dem Titel, der in Frage steht, einräumt. Diese Form der Anzeigen, die Sie in den Zeitungen immer sehen, ist etwas eigentlich sehr Altmodisches, unglaublich teuer. Ich habe Ihnen hier mal Beispiele mitgebracht, damit Sie sich das anschauen können, wie Verlage das machen. Sehen Sie jetzt, das ist jetzt der Vorführeffekt. Jetzt will ich Ihnen das zeigen und dann kommt doch hier. So, das ist dann, aber es ist ein Audioprodukt und es wird mit Filmen geworben und ganz wenig, ja hiermit, immerhin doch, die Jury hat entschieden, die Nominierten stehen fest, Preis der Leipziger Buchmesse. Das ist ein, da sehen Sie so etwas wie diese Anzeigenwerbung im herkömmlichen Sinne. Das ist ein, wie wir festgestellt haben, nicht sehr taugliches Instrument, um den Absatz anzukurbeln, denn das steht natürlich im Vordergrund, das müssen Sie immer bedenken. Es geht hier nicht um die Verbreitung von Wissen oder von Wissen und Kultur allein, sondern es geht wirklich darum, die Absatzzahlen anzukurbeln. Diese Anzeigen sind teilweise Teil der vertraglichen Verabredungen mit dem Autor oder der Autoren, also ein Autor, der sehr stark darauf setzt, ist Martin Mosebach, der dann 3 oder 4 hintereinander geschaltete Anzeigen in der FAZ, in der Süddeutschen Zeitung und in anderen Zeitungen bekommt. Ein anderes Instrument der Verlagswerbung, und Verlagswerbung meine ich jetzt des Zugehens auf Literaturkritik und die Kritiker, sind Empfänge. Es gibt den berühmten Kritikerempfang im Surkamp Verlag, das ist immer am Buchmessenmittwoch um 17 Uhr. Eine große Einladungsliste, wo dann 170 oder 150 Kritiker ins Haus kommen, den Verlagsmitarbeitern begegnen, aber eben auch Autoren. Da entsteht ein Austausch, man informiert. Dann werden die Gastgeber hämisch in der Presse am nächsten Tag darüber mit bedacht, was nicht klappte und was vielleicht doch geklappt hat. Auch die Lesung wird die Lesung jeweils aus einem erscheinenden Werk wird sehr kritisch beäugt, aber in Wirklichkeit ist das ein traditionelles, Sie müssen sich das so vorstellen, es gibt seit 1959 ein ganz wichtiges Element der Bindung von Verlag an die Kritiker, des Austauschs, der Information, also auch in einem ganz pragmatischen Sinn, auch wenn das dann weinselig ist und hämisch glossiert wird, ist das für uns etwas ganz Unverzichtbares. Es gibt dann auch die Form der Pressekonferenz, ein seltenes Instrument, das wir einsetzen, um mit einem Werk vertraut zu machen. Es gibt Veranstaltungen mit Universitäten, Literaturhäusern, es gibt Lesungen in Buchhandlungen und auch da geht es immer um eine Rückkopplung an die lokale Presse, die eben ganz wichtig ist. Das heißt, wenn jemand in Freiburg liest, sagen wir Robert Menasse liest aus seinem neuen Buch Die Hauptstadt, dann berichtet die Badische Zeitung darüber im Vorfeld und danach. Und das ist
wir nennen das immer die redaktionelle Begleitung des Neuerscheins, die eben nicht in das Werbebudget fällt, sondern redaktionell erfolgt, was uns natürlich das Liebste ist. Dann spielt für die Literaturkritik das Radio eine wichtige Rolle. Ich glaube, dass die Radiokritik sich noch am ehesten an die ursprüngliche Bedeutung des Anzeigens anlehnt, an den Aufweis. Da haben sich im Deutschland Radiokultur, aber auch hier im SWR, SWR 3, bestimmte Formate entwickelt, Gesprächsformate, wo der Autor, die Autorin befragt wird, wo man gegenläufige Meinungen hört, wo aber nicht das Werten, sondern eher das Reportagehafte im Zentrum steht. Die Bedeutung des Fernsehens ist schwer zu überschätzen. Wir haben festgestellt, dass die signifikante Erhöhung verkaufter Exemplare wirklich von dem Bericht im Fernsehen abhängt. Wunderbarerweise passiert das zweimal im Jahr in der Tagesschau und in der Heute-Sendung zur Besten, also zur Primetime, nämlich dann, wenn der Deutsche Bücherpreis vergeben wird in Frankfurt im Herbst und wenn der Leipziger Buchpreis in drei Kategorien in Leipzig vergeben wird im März. Das ist aber eine andere Geschichte, die mit den Preisen zu tun hat, auf die wir auch noch zu sprechen kommen. Das Fernsehen scheint mir, also in all seinen Formaten, das Literarische Quartett, das Dreisat Kulturzeit, TTT, Aspekte, wohl das wichtigste Medium der Literaturkritik, das vollkommen unterschätzte und das am wenigsten erforschte. Wenn wir uns immer wieder klar machen, dass das gedruckte Wort an Bedeutung verliert, merken Sie an sich, wie wenig Zeitungen Sie lesen, dann können Sie sich vorstellen, dass auch die gedruckte Literaturkritik an Bedeutung verliert, während die des Fernsehens aber zugenommen hat. Das liegt an der Entwicklung bestimmter Formate und da ist von nicht zu unterschätzender Bedeutung über 15 Jahre das Literarische Quartett von Marcel Reich-Ranicki. Marcel Reich-Ranicki ist in seinem ganzen Habitus, in der Reichweite seiner Kenntnisse, seines Wissens, aber auch in der Sicherheit und im Duktus seiner Einschätzung von Werken, seines Bewertens, sicherlich der letzte Kritiker vom alten Schlage. Wir haben im Grunde keinen, oder nicht nur im Grunde, sondern wir haben keinen Kritiker mehr vom Format oder vom Zuschnitt von Marcel Reich-Ranicki. Sie werden sehen, das ist einerseits einer Modernisierung geschuldet, andererseits ist es ein Gewinn und ein Verlust. Der Gewinn liegt sicherlich darin, dass eine Kritik sich heute viel sachlicher ausweisen muss. Sie kann eben nicht mehr nur auf der Geschmacksebene eines einzelnen Individuums erfolgen, sondern sie muss wirklich argumentieren. Das ist ein Druck, den alle Literaturkritiker stark empfinden. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer noch Geschmacksurteile und ich werde Ihnen nachher eine Typologie der Literaturkritiker versuchen nahezubringen. Hoffentlich habe ich recht damit. Aber die singuläre Bedeutung von Marcel Reich-Ranicki scheint mir dennoch ganz erwiesen. Und ich, auch da muss man sagen, auch das ist ein Desiderat der Literaturwissenschaft bis heute, auch der Literaturgeschichte, dass es da keine wirklichen Arbeiten zu gibt. Von zunehmender Bedeutung ist das Internet, die Ablösung einer kanonisierten oder sagen wir einer institutionalisierten Literaturkritik durch Kundenkritik. Bei Amazon, wenn Sie ein Buch bestellen, ist es ein bisschen so geworden, als wenn Sie sich ein Hotel in einer fremden Stadt aussuchen, da kommen dann immer schon die Kundenrezensionen. Und da kann ich Ihnen nur sagen, beim Hotel, da verlasse ich mich auch immer drauf und auch beim Restaurant und hoffe, dass das stimmt.
Bei Literaturkritik wäre ich sehr vorsichtig. Also ich glaube, dass Literaturkritik im landläufigen Sinne wirklich eine Profession ist. Der Wikipedia-Eintrag zur Literaturkritik schreibt als eine Einführung, Literaturkritiken können einen literaturwissenschaftlichen Ansatz haben, der zuweilen sogar streng geisteswissenschaftlichen beziehungsweise philologischen Ansprüchen genügen will und sie sich so analytisch ausführlich auf ein Werk im Kontext seines Autors, seiner vorherigen Werke und seiner Lebensumstände einlässt. Literaturkritiken mit diesem Anspruch wurden und werden in der Regel wiederum in eigenständigen Büchern, unter anderem als Monographie publiziert, wiewohl als Sekundärliteratur eigentlich nachgeordnet wurden und werden insbesondere Literaturkritiken aus der Frühzeit wegen ihrer die Zeiten überdauernden Qualität als eigenständige, durchaus auch unterhaltsame Meisterwerke der Literatur geschätzt. Das ist eigentlich schon eher eine Retrospektive, aber es ist ein bisschen der normative Anspruch, den man mit Literaturkritik verbindet, dass es eine verbindliche Wertung ist oder eine verbindliche Beschreibung, die nicht willkürlich ist, während diese Kundenrezensionen, oft sind das auch bestellte Werke, also da lassen sich da nicht ins Boxhorn jagen. Das können Autoren und auch übrigens Verlage ankurbeln, dass sowas geschrieben wird. Das machen sie auch. Und von daher ist das eine, also das ist eine Diversifizierung, aber auch eine Auflösung des Literaturkritikbegriffs zugunsten einer, wie ich finde, sehr schnellen und nicht verbindlichen Einschätzung von Werken. Also ich habe noch nie eine Kundenrezension gelesen, die irgendwas Herausragendes hat. Also wenn mir einer von Ihnen eine mal zeigen kann, wäre ich Ihnen sehr dankbar dafür. Es gibt ein weiteres Medium der der Literaturkritik aus verlegerischer Sicht, und über die spreche ich, das ist Perlentaucher, das ist eine Zusammenschau aller Literaturkritiken, Theaterkritiken und Debatten, die am Vortag oder in der Woche geführt werden. Auch da sind es Gewichtungen. Auch da muss man sagen, bekommt man nicht alles mit, aber man bekommt einen relativ zuverlässigen, redaktionell zuverlässigen Zusammenschnitt dessen, was ansteht. Kulturwissenschaftlich, literaturkritisch und verlegerisch. Ich habe das sehr schätzen gelernt, auch die kommentierte Kritikenrundschau, die es gibt. Also das spielt eine große Rolle. Ein anderes Instrument zum Ankurbeln der Literaturkritik sind die Jubiläen. Jubiläen spielen eine zunehmend große Rolle. Das sehen Sie, haben Sie verfolgen können. Bei dem Gottfried-Benn-Jubiläum im vorletzten Jahr, 60-jähriger Todestag. Das erleben Sie bei allen 100. Geburtstagen, die anstehen. Das werden wir auch bei dem 100. Geburtstag von Paul Celan erleben. Das sind teilweise Wiederentdeckungen. Aber diese Wiederentdeckungen sind natürlich verlegerisch gesteuert oder oft verlegerisch gesteuert. Bei Benn haben Sie ganz vorzügliche eine ganz vorzügliche Briefausgabe vorgelegt bekommen. Sie haben den Oeltzer Briefwechsel, den es bislang in dieser Form gar nicht gab, vorgelegt bekommen. All das war ein Anlass, um auf den Geburtstag hinzuweisen, aber den Geburtstag auch als ein Werbeinstrument mit hineinzunehmen. Die Literaturkritik konnte und hat es ja auch nicht gemacht, ist nicht dieser Bedeutung ausgewichen. Wir bemerken in den Verlagen, das sage ich sicher nicht für Suhrkamp, nicht nur für Suhrkamp, die größeren Verlage, aber auch die kleineren, einen zunehmenden Druck, dass wir die Neuerscheinung von Büchern mit einem Event verbinden müssen. Das ist eine Eventisierung. Ich bin selber fast schon ein Opfer, aber auch ein Täter, als ich mein Buch, das erwähnte Buch, Grunewald im Orient geschrieben habe, da
habe ich ein paar Monate vorher erfahren, dass eine große Ausstellung, ich wusste, dass diese Ausstellung kommt, aber ich wusste nicht genau, wann sie kommt, dass die am 11. Dezember 2017 ihre Pforten öffnet über Jerusalem im Jüdischen Museum. Also war ganz klar, dass das der Erscheinungsdatum des Buches sein muss, um vorzuliegen, wenn die Ausstellung eröffnet wird. Es ist ein Werbeeffekt, den man mitnimmt. Es ist ein Effekt, auf den man sich, mit dem man natürlich auf die Kritiker zugeht, weil die Kritiker der Ausstellung dann zugleich auch das Buch bewerten können. Was man fürchtet bei Literaturkritik aus verlegerischer Sicht, sind Doppelrezensionen. Nichts ist schwieriger, als wenn Sie ein Buch haben, das beide Male, sagen wir, die Ostseelandschaft im frühen 20. Jahrhundert beschreibt oder aufgreift oder ein Frauenschicksal des 19. Jahrhunderts. Diese Doppelrezensionen sind etwas, was ganz stark, vor allem bei belletristischen Titeln, ganz stark den Effekt der Kritik stillstellen. Man kann das gegeneinander ausspielen, man kann das gewichten. Und das ist ja auch das Amt des Kritikers, aber aus verlegerischer Sicht ist das ein Betriebsunfall. Man muss das vermeiden, man muss dann entweder das Erscheinen des Buches, des einen Buches gegenüber dem anderen vorziehen oder es ganz lassen. Auch diese Form der Doppelrezension sind eines meines Wissens noch überhaupt nicht erforschte Untergattung von der Literaturkritik. Wir haben noch nicht, meine Damen und Herren, über den Unterschied von Belletristik und Sachbuch gesprochen. Bei der Belletristik würde ich sagen, das hat unseren Begriff von Literaturkritik geprägt. Die Sachbuchkritik geht ganz eigene Wege. Das wäre wirklich auch ein eigenes Thema. Ich muss sagen, wir haben den größten Professionalisierungsschub im Bereich der Sachbuchkritik in den letzten 20, 30 Jahren erlebt. Wir haben nie so gute Sachbuchkritiken gehabt wie in diesen vergangenen Jahrzehnten. Dank der Süddeutschen Zeitung, der FAZ, die vorzügliche Sachbuchredaktionen hatten und haben, wo also zum Beispiel ein Buch von Christina von Braun über Blutsbande dann von einer Rechtswissenschaftlerin oder von einer Rechtsphilosophin besprochen wird, die sich da natürlich ganz besonders gut auskennt. Also das, finde ich, hat es etwas, was, worum uns andere Länder beneiden und was etwas ganz Wichtiges und Gutes ist. Aber wie gesagt, wir sollten das unterscheiden von der belletristischen Kritik. Das sind zwei unterschiedliche Elemente. Einen wichtigen Aspekt bilden die Bestsellerlisten. Die Bestsellerlisten sind gegliedert nach Literatur auf der linken Seite, wenn Sie den Spiegel aufschlagen, und auf der rechten Seite. Das ist etwas ganz Interessantes, weil es immer wieder die Vermutung gibt, die Literaturkritik oder die Verlage könnten die Literaturkritik dazu bewegen, dass es solche Positionierungen gibt. Das hängt nicht von der Literaturkritik ab oder nur zu einem geringen Teil, sondern das sind wirkliche Verkaufszahlen. Und weil die Verlage, wie sie nun mal operieren, teilweise auch geflunkert haben mit den Zahlen, ist man dazu übergegangen, dass das tatsächliche registrierte Größen sind. Also die sind wirklich über den Ladentisch gegangen und die Kasse hat geklingelt und erst dann werden sie gezählt. Das ist ein sehr interessantes Instrument, das sich der Spiegel ausgedacht hat, in Verbindung mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels, um sicherzustellen, dass diese Zahlen auch richtig sind. Wobei man immer sagen muss, dass in einer Saison der erste Platz der Belletristik, sagen wir Daniel Kehlmanns Till, dann auf, ich nenne jetzt eine willkürliche Zahl, 200.000 verkauften Exemplaren beruht. Fünf Wochen später ist es ein anderer Titel, sagen wir mal jetzt Suhrkamp, Elena Ferrante,
oder ein Buch von Uwe Tellkamp, das sind dann vielleicht nur 120.000 oder vielleicht auch nur 80.000 Exemplare. Das ist eine Variable. Eine Bestseller-Positionierung sagt noch immer nichts über die tatsächliche Ziffer der verkauften Exemplare aus. Approximativ schon, aber auch das ist etwas, was nach meiner Einschätzung, was man sehr viel stärker beachten muss, dieses ökonomische Element. Wir haben ja unseren Nachlass nach Marbach gegeben und ich habe eigentlich angeregt, dass Marbach mal, wir haben alles, also haben Südamerika, also Latinisten beschäftigt und beschäftigen Südamerika-Kenner, Kenner der französischen Literatur. Und ich habe Ihnen geraten, Sie sollen mal einen Ökonomen einstellen, der dieses ökonomische Gerüst wirklich auch mal analysiert in seiner Bedeutung. Über die 100. Geburtstage habe ich gesprochen, über die Jubiläen desgleichen. Sie können das ziemlich genau beobachten. Gerade in diesem Jahr 1968, also Studentenunruhen, schauen Sie sich mal an, was da erscheint. Das verdankt sich alles dem Zuschnitt auf das Jubiläum. 1969, 70 Jahre Bundesrepublik Deutschland, 1949, 1939, Ausbruch des Ersten Weltkriegs, im nächsten Jahr, in diesem Jahr auch das Ende des Kaiserreichs, das Ende der deutschen Monarchie. All das finden Sie wieder im Spiegel der Literaturproduktion, dessen, was die Verlage in ihren Programmen bringen und worauf die Literaturkritik eingeht, worauf sie aber auch wartet. Wir haben eine Reihe von einem wichtigen Instrument für die Literaturkritik, das sind die Poetikdozenturen, gerade die in Heidelberg ist eine herausragende, sie ist eng verbunden mit der Literaturkritik. Wir haben das desgleichen auch in Frankfurt und etwas weniger in Berlin. Die Differenz von Belletristik und Sachbuch, meine Damen und Herren, auf die habe ich hingedeutet. Es wäre wünschenswert, es gibt keinen einzigen Titel, ich weiß nicht, ob ich das jetzt eben schon gesagt habe, keinen einzigen Titel, der auf Sachbuchkritik ausführlicher eingeht. Kein Handbuch, kein nichts. Ganz erstaunlich. Wichtig ist das Erscheinungsdatum eines Buches. Es zeigt nicht nur eine Jahreszeit an, sondern es ist oft gekoppelt mit dem Inhalt, mit der Aufmachung, mit dem Erreichen der Leserschaft. Und ich werde Ihnen gleich einen Buch vorstellen, wo ich Ihnen ein bisschen zeigen möchte, wie die Literaturkritik damit umgeht. Dann gibt es die Vorschauen, das kennen Sie, das finden Sie auch im Internet, das können Sie sich alle anschauen. Diese Vorschautexte sind sehr stark werblich abgestimmte Texte, aber sie sind immer auch Botschaften, verschlüsselte oder offene Botschaften für die Kritiker. Die Diskussion eines Titels spielt im Verlagsgewerbe eine ganz zentrale Rolle. Das Buch, das ich Ihnen gleich vorstellen möchte, hat einen ganz besonders schönen Titel, finde ich. Und es gibt eigentlich zum Beispiel einen Grundsatz bei der Titelpflege oder der Titelentwicklung, dass wir immer sagen, nie etwas Negatives bringen. Aber auch das ist widerlegt durch Peter Handkes Angst des Tormanns beim Elfmeter. Und Handke ist sowieso ein Meister der negativen Titel. Also auch das ist etwas durch die Literatur dann widerlegtes. Es gibt unter den Kritikern eine Typologie. Es gibt, jetzt werden Sie fragen, wen ich meine. Vielleicht kann ich ein paar Namen nennen. Es gibt die Enthusiasten, Felicitas von Lovenberg war eine, oder ist ja jetzt im Verlagsgewerbe, ist eine Enthusiastin, die sozusagen viel mehr positive Kritiken geschrieben hat als negative, die das mit begeisterten Attributen versehen hat und die dadurch gewirkt hat. Es gibt auch die Analytiker, Ina Hartwig war so eine Kritikerin. Es gibt auch, leider muss ich sagen, die Schlechtgelaunten. Es gibt auch
die Musterschüler, die sehr viel besprechen können. Was es aber gar nicht mehr gibt, und auch da wäre ich Ihnen dankbar, wir werden ja dann eine hoffentlich lebhafte Diskussion führen, da würde ich Sie bitten, dass Sie mir da sagen, wenn Sie das anders sehen, es gibt keine Verrisse mehr. Das ist etwas in dieser Gesellschaft sehr, also das geht weit über die Literaturkritik hinaus, wenn man sich das überlegt, warum eigentlich nicht? Also ich würde ja ein Himmelreich geben für einen Verriss, weil ein Verriss ein hohes Maß an Begründung, an Anstrengung des Begriffsinstrumentariums, der Perspektive verlangt, der Verbindlichkeit. Und das gibt es komischerweise nicht mehr. Nennen Sie mir wirklich, oder Sie können es auch jetzt schon sagen, nennen Sie mir mal einen Verriss, den Sie gelesen haben, oder das einen sukzessiven Verriss. Da meine ich so Verrisse wie Reich-Ranitzky sie Günter Grass hat angedeihen lassen oder Martin Walser, Tod eines Kritikers. Erinnern Sie sich daran, was hat das für Debatten gegeben? Nach 20 Jahren haben wir das nicht mehr. Wir leben in einer Gesellschaft des vermiedenen Konflikts. Sozusagen das Internet wird immer mehr zu so einem Schallraum persönlicher Verunglimpfungen und affektiver Entladungen und so. Das ist schon alles, das ist ja keine Auseinandersetzung. Also sozusagen diese Auseinandersetzung in der Sache fehlt. Also würde ich sagen, Lob des Verrisses. Es gibt, ich nenne das eine Kaskadenkritik, das ist die Abfolge generierender Kritiken. Sehr interessant zu beobachten. Schreibt A eine gute Kritik, wissen Sie schon, dass B wird dann in der Süddeutschen Zeitung doch relativ bald folgen. Also es gibt eine starke Übereinstimmung. Nun kann es daran an der Qualität des Werkes liegen. Wenn es so ist, ist es gut, aber es entwickelt sich wie eine Kaskade. Eine positive Kritik generiert zwei neue, die zwei neuen generieren dann drei oder vier wiederum neue. Auch ein interessanter Aspekt. Es gibt auch so etwas, ein ganz heikler Punkt, die innere Kritik des Verlags am veröffentlichten Werk, wo Verlage manchmal denken, na, sollen wir das veröffentlichen oder nicht? Aber natürlich spielt die Literaturkritik viel mehr auch in unserem Betrieb, im verlegerischen Betrieb, eine Rolle, weil die Kriterien der Literaturkritik antizipiert werden, oft antizipiert werden. Und wir natürlich sagen, was sollen da die Kritiker zu sagen? Man kann insgesamt, meine Damen und Herren, sagen, dass wir, ich habe schon auf die großen Fortschritte und die Qualität der Sachbuchkritik hingewiesen. Ich würde noch eine, auch noch etwas mit erwähnen, dass einerseits die Qualität der Übersetzungen in den Verlagen immer besser geworden ist. Wir haben heute vorzügliche Übersetzungen aus dem Italienischen, aus dem Englischen, aus dem Französischen, aus dem Hebräischen ins Deutsche, wie wir sie vorher nie hatten, wenn Sie das vergleichen mit der Qualität der Übersetzung in den 60er Jahren. Das ist ein Jammerspiel. Lesen Sie mal eine Übersetzung von Camus' Hochzeit in Tipassa, 1958 erschienen, im Arche Verlag, ist jetzt neu herausgegangen, gekommen, da habe ich mir mal das habe ich mal verglichen mit der Neuübersetzung, da sehen Sie, das können Sie Leuten gar nicht mehr zumuten. Das liegt aber daran, nicht nur daran, also haben sich die Verlage sicher auch angestrengt, aber wir haben eine diversifizierte, kundige Literaturkritik der fremden Sprachen. Wir haben für Italienisch Maike Albart, wir haben für die englische Literatur ganz vorzügliche Kritiker, wir haben die Auslandskorrespondenten der NZZ oder der FAZ, die französische Literatur in den Übersetzungen bewerten. Das können wir uns eigentlich nicht leisten und das würde dann auch durchfallen. Also da würde ich sagen, das ist ein ganz besonders positiver Punkt, den ich hervorheben möchte. Die Literaturkritik ist eben nicht nur die Kritik einzelner Werke, sondern sie liebt, das Kumulieren.
Wenn ich gesagt habe, Doppelrezensionen fürchten wir, so ist das Medium des Spiegels. Der Literaturspiegel liegt, glaube ich, viermal im Jahr dem Spiegel immer bei. Das ist ganz interessant zu verfolgen, wie diese Zeitung, das ist ja so eine Beilage, erfolgt. Nämlich sie subsumiert Kritiken unter ein großes Thema und das ist dann die große Gereiztheit. Monika Maron sieht man mit ihrem neuen Buch, das dann auch vorgestellt wird, aber es wird nicht nur dieses neue Buch wird vorgestellt, Munin oder Chaos im Kopf, sondern auch Rainer Merkels Buch Stadt ohne Gott und Alexander Schimmelpusch Hochdeutschland im Tropenverlag. Und das sind alles Bücher, die mit der gegenwärtigen politischen Situation oder sagen wir mal der Stimmung im Lande zu tun haben. Und der Leiter des, der Literaturkritiker des Spiegels, Volker Weidermann, schildert das als einen Zusammenhang deutscher Literatur in Vorkriegsstimmung. Die neuen Bücher von Monika Maron, Alexander Schimmelpusch und Rainer Merkel, das nenne ich die kumulative Kritik, wo man versucht, die Werke unter ein Signum zu stellen, unter eine, einen Stimmungsbericht. Ich halte das für eine sehr problematische Kategorie. Ich glaube, dass das den einzelnen Werken gar nicht gerecht wird. Es gibt natürlich Korrespondenzen. Es gibt so etwas wie, sagen wir mal, Flüchtlingsströme in Deutschland und so. Natürlich bildet die Literatur das ab, oft ganz zeitversetzt. Wenn Sie sich an ein Werk der Literaturgeschichte erinnern, das ich immer nenne, das Buch von, man hat ganz lange gesagt, nach 1989, es gibt ja noch gar keinen Wenderoman. Immer wieder gesagt, der Wenderoman fehlt. Auch das ist schon so eine Bezeichnung, Wenderoman. Ein Roman, der sozusagen die Ereignisse von 89, 90 in den Blick nimmt. Und dann ist das Buch von Uwe Tellkamp erschienen, Der Turm. Das ist ein Welterfolg geworden. Und das hat die Kritik auch in gewisser Weise überrascht. Aber Sie müssen sich immer klar machen, dieses Buch ist 2008 erschienen, fast 20 Jahre nach den Ereignissen. Da gilt wirklich der Satz von Hegel, dass die Eule der Minerva in der Dämmerung ihren Flug beginnt. Es muss Zeit vergehen. Darum ist dieses vorschnelle Etikettieren, das Rubrizieren von einem Werk etwas ganz Bedenkliches, etwas, also mit Gattungsbezeichnungen sollte man sehr vorsichtig sein. Also was weiß ich, der Internetroman oder anderem oder dem Wenderoman. Und dann hat es eine ganze Reihe davon noch gegeben. Diese Gattungsbezeichnungen sind oft Erfindungen der Literaturkritik, die einfach vorschnell sind und die einfach der Spezifität des Werkes nicht gerecht werden. Das heißt, wir haben in der Literaturkritik wie unserer Gegenwart einen nicht wirklich durchdachten Konflikt von unserer herkömmlichen Vorstellung der Literaturkritik, die einem einzelnen Werk gilt, oder einer ganzen Reihe von Werken. Das ist ja legitim, aber ich glaube, es ist nicht wirklich ausgearbeitet. Das heißt, Literaturkritik im landläufigen Sinn meint die Kritik eines Werks, eines Autors, eines erschienenen Buches. Und die Literaturkritik möchte gern, wie gesagt, nicht ganz so explizit, wie sie sollte, Tendenzen erkennen und schreibt sie herbei, aber es sind nur herbeigeschriebene und nicht durch die Werke beglaubigte Tendenzen, wie ich glaube. Und auch das ist etwas, wo ich glaube, dass man noch relativ viel Arbeit leisten kann. Wenn ein Buch erscheint, und jetzt nehme ich mir doch mal etwas, habe ich Ihnen mitgebracht und wollte Ihnen das doch mal zeigen. Ein Buch erscheint, wie dieses Buch, das mit Bedacht im Winter erschienen ist, Esther Kinskys Hain. So ist das ganz bewusst
ein Wintertitel, es ist das Buch über die Trauer, es ist ein novembriges Buch, es handelt von dem Verlust des geliebten Mannes. Die Erzählerin reist nach Italien, sie begibt sich auf die Spuren einer gemeinsamen Reise und das Pressedossier, das ich Ihnen mal mitgebracht habe, zeigt ein wenig die Resonanz auf dieses Buch. Es ist am 12. Februar 2018 erschienen. Vorher bekommen die Kritiker immer einige geraume Zeit vorher das Buch zu lesen. Und Esther Kinski hat dieses Buch einen Geländeroman genannt. Esther Kinski ist auch als Autorin nicht unbekannt. Sie ist aber vor allem eine Übersetzerin aus dem Polnischen. Sie hat lange in Ungarn gelebt. Sie kennt Osteuropa sehr gut und Italien. Und in diesem Roman unternimmt die Ich-Erzählerin drei Reisen nach Italien an nicht bekannte, im Kunstführer verzeichnete Orte. Eben nicht nach Rom, Florenz oder Siena, sondern in ganz abseitige Landstriche und Gegenden, nach Olevano Romano etwa, einer kleinen Stadt in den Hügeln nordöstlich der italienischen Hauptstadt gelegen und in andere Gegenden, wo sie Pierpaolo Pasolini nachfolgt. Also eine Reise, eine historische Reise auch in das Italien der 70er Jahre. Wenn Sie sich das überlegen, dann, ich habe gesagt, am 12. Februar, am 22. Februar erschien eine Rezension in der von Tilman Spreckelsen in der FAZ, wie die Amsel schwarz wurde, Gewinn oder Verlust, das ist manchmal nur eine Frage der Betonung. Esther Kinski fährt nach Italien und erkundet in ihrem Geländeroman Hain den Ort, wo sich die Toten und die Lebenden begegnen. Und ich zitiere mal daraus, damit Sie ein bisschen die Gestimmtheit und den Ton sehen. Es ist eine intensiv erfahrene, leise Trauer, die von der auch sich selbst gegenüber scharfsichtigen Erzählerin in Sprache gebannt wird, samt aller Versuche, damit umzugehen. Als sie etwa erfährt, dass ganz in der Nähe der Ort Palestrina liegt, aus dem der Kirchenmusiker stammt, fährt sie dorthin. Und nun zitiert er sie, vor vielen Jahren hatte ich in einer Palestrina-Messe gesungen und dabei gemerkt, wie ich in der Musik trauerlos der Welt abhanden kam, unsichtbar wurde und nichts mehr sah, Ende des Zitats aus dem Werk. Sie erzählt ein Märchen nach von einem schneeweißen Vogel, der sich in der Not in einen Kaminschlund begibt und nun als schwarze Amsel aller Verwandlung und Versehrung zum Trotz weiterlebt. Sie schildert das dann weiter und Sie sehen, und darum habe ich das auch zitiert, spricht dann zum Beispiel von einem Trauerkauf von Orangen. Es könnte ganz banal wirken, erhält in diesem Buch, das in jeder Zeile vom Verhältnis zwischen Tod und Leben spricht, eine besondere Dimension. Geht es darum, in den Orangen Ems Bild, das ist der verstorbene Mann, heraufzubeschwören, ihn gar auf kurze Zeit zurückzuholen? Oder geht es umgekehrt darum, seinen Geist, die Erinnerung an ihn mit einer Art Opfer zu befrieden? Sie sehen darin, meine Damen und Herren, und nur darum habe ich das zitiert, Ihnen zu zeigen, dass der emphatische Ton des Romans eigentlich auf die Kritik überläuft. Das ist eine Konfundierung, die immer nahelegt, dass man sozusagen den Ton des Romans übernimmt und das ist ein wiederum kritischer Kritikpunkt bei diesem, in dieser Kritik, wie ich finde. Ein Kritiker in der Welt hat dann zum Beispiel gesagt, das sei ja also eine Italien-Schnulze, hat es nur eben nicht begründet. Das wäre ja ein Verriss gewesen, aber zu dem hat er dann eben doch nicht angesetzt. Sie finden, und ich habe mir da die Mühe gemacht, Ihnen das ein wenig zu zeigen, zwei Wochen vor Erscheinen des Romans hat die gleiche Zeitung, die FAZ, ein Gespräch mit der Schriftstellerin Esther Kinski, ein Gespräch geführt, was Geschichte hat, hat auch Seele. Zwischen Landschaft und Gelände besteht ein großer Unterschied über die Verlockung des ungenutzten Raums für die Literatur. Das hat Katharina Teutsch geführt, eine der besten Kritikerinnen, wie ich finde, die wir haben.
die dann ganz stark auf dieses, auf diese Gattungsbezeichnung oder diese Werkbezeichnung, ist ja nicht eine Gattungsbezeichnung des Geländeromans, aber es insinuiert eine Werkbezeichnung, eine Gattungsbezeichnung, darauf ist die Kritik natürlich eingegangen. Und das lieben die Kritiker, sozusagen ein Spiel, ein Deutungsspiel mit den Autoren zu beginnen. Es gibt weitere Besprechungen. Es gibt in der Zeit von Ijoma Mangold eine Kritik, die viel kritischer ist, als sie daherkommt. Er traut sich das nicht. Er sagt dann eine Winterreise also, und es sei doch eine, sei ein Land auf, Land ab weit gepriesenes Buch. Esther Kinskys Buch Hain, das so gerühmt wird und für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert ist, folge doch einem Programm strengster Askese, einem ästhetischen Fasten gewissermaßen, und dann sagt das doch sowas wie Schwarzbrot, das wir essen, und es ist eine harte Kost, die wir zu uns nehmen müssen. Also er, das ist jedenfalls im Anflug eine viel fundamentalere Kritik, als wir sie woanders finden. Auch die Süddeutsche Zeitung stimmt auf den Ton ein. Hubert Winkel schreibt über falsche Flamingos, eine verzweigte Spurensuche durch die italienische Landschaft und den Zustand der Trauer. Dieses Gelände ist nichts für Postkarten, heißt es in der Zeit. Dann gibt es von Judith von Sternburg in der FR auch eine ähnlich gestimmte Besprechung, die Welt der leisen Farben. Darin sehen Sie auch schon diese Poetisierung der Kritik, des Überlaufens vom Werk in die Beschreibung desselben. Bleiherz und Lapislazuhimmel, Esther Kinsky reist und erinnert sich. Teilweise ist es auch ein bisschen eine Blütenlese, die man hier betreiben könnte. Nichtsdestotrotz sehen Sie daran ein wenig das Element der Kaskadenkritik, von der ich gesprochen habe. Eine positive Kritik kommt selten allein. Sie generiert eigentlich eine weitere. Es gibt also im Grunde ein Flächenbild positiver Kritiken. Dann hat Esther Kinsky im März auf der Leipziger Buchmesse den Buchpreis für das für den besten Roman gewonnen, und das war natürlich dann noch einmal ein Einschnitt, der ganz stark, wobei man sagen muss, das ist eine vorzügliche Entscheidung. Sie dürfen nicht, wenn ich die Kritiken kritisch betrachte, dürfen Sie nicht daraus schließen, dass ich das Werk gleich kritisch betrachte. Ich glaube, es hat einfach eine eingehende Kritik, und es hat auch vielleicht eine facettenreichere Kritik verdient und erfährt sie nicht. Oder vielleicht hat sie es auch nicht verdient, und es liegt wirklich an dem Werk, an der Güte des Werkes, dass es nicht anders erfolgt. Ich glaube aber, dass es eher eine, wie soll ich sagen, eine mimetische Anlehnung der Literaturkritik an das zu bewertende und zu beschreibende Buch ist, und dass das eine gewisse, eine strukturelle Schwäche ist, die wir in der Literaturkritik sehen. Die ist uns natürlich als Verlag ganz recht, aber die birgt in sich Probleme. Wir haben hier zum Beispiel, will ich Ihnen doch noch mal etwas anderes zeigen, von Hans Magnus Enzensberger, ein Buch über 99 Überlebenskünstler, literarische Vignetten aus dem 20. Jahrhundert. Also Alfred Anders, Octavio Paz, Heiner Müller, Josef Brodsky, wen immer er gekannt hat, hat er kleine Vignetten geschrieben. Für die Kritik eigentlich was ganz Interessantes, weil sich das stark an die Wikipedia-Einträge anlehnt, aber sie variiert und sozusagen Wikipedia unter dem Neigungswinkel von Enzensbergers Kenntnis, Enzensbergers Erfahrung, Enzensbergers Biografie ist. Also eine Brechung und etwas besonders Interessantes. Da wird wahrscheinlich die entscheidende Kritik, es ist jetzt schon eine erschienen, aber die entscheidende Kritik wird ein Gespräch mit Enzensberger sein am nächsten Sonntag Druckfrisch mit
Dennis Scheck, ja, der wird das, wird dieses Gespräch mit ihm führen. Und das ist sozusagen, das ist dann einfach ein Durchbruch. Das ist aber natürlich auch keine Kritik im landläufigen Sinne. Meine Damen und Herren, was ich Ihnen darstellen wollte, war ein kurzer Überblick über die Geschichte des Begriffs der Literaturkritik und der Literaturkritik aus verlegerischer Sicht, die nicht miteinander übereinstimmen. Die Literaturkritik aus verlegerischer Sicht ist etwas, was uns vorgegeben ist, mit dem wir interagieren, das wir nur bedingt, und ich muss sagen, Gott sei Dank, beeinflussen. Also alle Vorstellungen, dass man Kritiker bestechen könnte, sind vollkommen aberwitzig. Erstens ist der, womit sollte man sie auch bestechen? Also darum, wissen Sie, das sind ja keine, das ist nicht Automobilindustrie. Das Volumen des Umsatzes ist viel zu gering, um da Bestechlichkeit überhaupt in Gang bringen zu können. Man kann sie natürlich, wie wir in meiner norddeutschen Heimat sagen, begöschen, man kann sie beschwichtigen, man kann versuchen, sie dem Autor nahe zu bringen. Oft ist es so, wenn sie den Autor kennenlernen, Kritiker, reagieren sie anders, als wenn sie ihn nicht kennen. Insofern ist das ein probates Mittel, das wir anwenden, aber nicht nur Suhrkamp, sondern auch andere Verlage, die einfach den Autor zusammenbringen, die Autoren mit dem Kritiker oder der Kritikerin. Über einen Aspekt habe ich dabei noch nicht gesprochen, den es auch immer wieder gibt und der eigentlich auch eine eingehendere Betrachtung verdiente, nämlich die Werke, die gar keine kritische Betrachtung oder kaum kritische Betrachtung bekommen. Das ist natürlich heikel, darüber zu sprechen, und ich werde auch einen Däubel tun, Ihnen da jetzt zu viel zu erzählen. Aber das trifft vor allem kleinere Verlage, die nicht so einen Apparat haben, die Kritik zu bedienen mit Informationen, mit Aussendungen, mit Büchern. Sie müssen sich das so vorstellen, dass von jedem von jeder belletristischen Neuerscheinung allein 140, rund 140 Exemplare an Kritiker gehen, das ist immer schon ein ganz besonderer Batzen. Und kleine Verlage haben gar nicht diese Möglichkeiten, das sind dann oft Pressebüros, die das bedienen. Und andererseits, glaube ich, gibt es auch manchmal Werke oder zuweilen Werke, die einfach nicht in den Erwartungshorizont der Literaturkritik des Jahres 2017, 2018 sich fügen. Und warum fügen sie sich da nicht? Das müsste man sich von Werk zu Werk einmal anschauen. Da wäre im Grunde ein Essay oder ein Seminar ganz spannend über die ungeschriebenen Kritiken der geschriebenen Werke. Und damit ende ich, meine Damen und Herren, und freue mich auf Ihre Fragen.